Komm hoch. Ah! Dieser verdammte Sturm. Wo sind wir? Das scheint die Kapitänskajüte zu sein. Aber wie sieht es denn hier aus? Hallo? Was haben Sie vor? Es kann ja nicht schaden, wenn wir uns erstmal etwas umsehen. Nicht schlecht. Hey, was machen Sie da? Reg dich nicht so auf. Wie bitte? Solange wir die Besatzung nicht kennengelernt haben, sollten wir für alles bereit sein. Sie können doch nicht einfach irgendwelche Sachen mitgehen lassen. Mal nicht so förmlich. Sag Lex zu mir. Lex, ich bin Anna. Siehst du? Geht doch. Wir sollten jetzt... Vergiss erstmal das Wir, ja? Tu, was du willst, aber lass mich damit in Ruhe. Schon bemerkt, dass das alles uns beide gleichermaßen betrifft? Schon bemerkt, dass du mir auf die Nerven gehst? Bedenke, dass dein Verhalten in Gesprächen einen nachhaltigen Einfluss auf die Reaktion anderer Personen im Spiel hat. Und damit heiße ich euch willkommen zum Start eines neuen Projektes, und zwar Black Sails. Auf das Spiel wurde ich von Chris aufmerksam gemacht und habe es mir direkt geholt, als es im Sale war. Bla. Ja, ein Spiel, das mich wirklich interessiert hat. Ich weiß nur so viel, die haben Schiffsbruch erlitten und sind auf einem Geisterschiff gelandet. Aber mehr weiß ich auch nicht. Und dass das, was wir antworten, auch einen Einfluss auf das Gespräch nimmt. Und anscheinend auch auf das Verhältnis zueinander. Wenn du dich genauso dämlich verhältst, wie deine Manieren es versprechen, haben wir ein echtes Problem. Wir sollten sehen, dass wir miteinander auskommen. Es war für uns beide anstrengend, aber wir werden schon klarkommen. Ich nehme mal das da. Es war für uns beide anstrengend. Aber wir werden schon klarkommen. Das war wirklich etwas, das man nicht alle Tage erlebt. Konzentrieren wir uns darauf, wie wir von hier wegkommen. Also nimm dich zusammen, ja? Nein, wir nehmen das ab. Konzentrieren wir uns darauf, wie wir von hier wegkommen. Eine gute Entscheidung. Tut mir leid, dass ich so aufbrausend war. Schon in Ordnung. Mein Gott, passiert mal. Erlebt man halt nicht alle Tage, dass man vom Schiff irgendwie fliegt, ne? Ja, beziehungsweise das Schiff ist ja auch komplett gesunken. So, erstmal fragen wir, boah, komm, wohin war er eigentlich unterwegs? Wohin warst du eigentlich unterwegs? Ich wollte zurück nach Europa, so wie du vermutlich auch. Natürlich. Aber was wolltest du dort? Was wolltest du denn dort? Ich verfasse Berichte für Tageszeitungen zu Hause in New York. Und ich sollte über Spanien schreiben, weil deren Kolonien in der neuen Welt... Ach, schon gut. Interessiert mich eigentlich alles nicht. Du hast noch nicht gesagt, was du in Europa willst. In der neuen Welt ist für mich kein Platz mehr. Wie meinst du das? Ich möchte eigentlich nicht darüber reden. Schon gut. Okay, der Fall scheint, dass er ziemlich was am... Irgendwas ist da irgendwas... Irgendwas ist da vorgefallen. Ich finde gerade nicht so die richtigen Worte. Also ich bin begeistert momentan von den Stimmen, die gewählt worden sind. Die sind schön passend. Die Gestaltung der Charaktere. Ich weiß nur gerade nicht mehr, zu welcher Zeit das spielt. Darüber überlege ich die ganze Zeit. Aber gut. Zu Zeiten, wo man sagt, neue Welt und so, ne? Warum ist unser Schiff so schnell gesunken? Wir haben irgendwas gerammt, aber keiner hat was gesehen. Was auch kein Wunder war bei der rabenschwarzen Nacht. Mich würde wirklich interessieren, was da geschehen ist. Leider werden wir das wohl nie erfahren. Und ich mag die Atmosphäre von dem Spiel bis jetzt schon. Was ist das hier für ein Schiff? Eine Brigantine. Zweimastiges Transportschiff. Nicht ganz neu, 10 oder 15 Jahre alt, würde ich schätzen. Aber irgendwas ist komisch an diesem Schiff. Wie meinst du das? Ich bin mir nicht sicher. Es sieht aus, als wäre es aus ganz unterschiedlichen Teilen zusammengezimmert. Sieh dich doch mal um. Es ist irgendwie schräg. Du scheinst dich ja gut mit Schiffen auszukennen. Ich bin rumgekommen. Hab auch mal auf einem angeheuert. Ich dachte, unser Schiff hätte wegen des Unwetters weit ab der Handelsrouten verkehrt. Wie können wir hier auf ein Transportschiff stoßen? Ganz richtig. Ein solches Schiff hat in diesen Gewässern eigentlich nichts verloren. Wenn es beim Kapitän in der Kabine schon so aussieht, will ich gar nicht wissen, welche Unordnung in den Mannschaftskabinen herrscht. Nicht so voreilig. Vielleicht hält der Kapitän das für den besten Weg, seine Reichtümer zu verstecken. Reichtümer? Wovon redest du da? Ein guter Kapitän zeigt nicht offen, was er besitzt.
Man muss hinter die Kulissen schauen. Und ich denke mir die ganze Zeit, im Hintergrund ist eine Truhe mit einem Zahlenschloss. Die müssen wir bestimmt öffnen. Ich kann mich nicht erinnern, dich während der Überfahrt gesehen zu haben. Ich vermute mal, ich habe etwas weniger für meine Überfahrt bezahlt und war ein wenig schlechter untergebracht. Naja, wie auch immer. Ob sich noch andere gerettet haben? Vielleicht sind sie in die Boote gekommen. Ich war etwas sehr damit beschäftigt, mich an dem Holz festzuklammern, während uns der Sturm durch die Gegend gewirbelt hat. Was interessiert mich, was aus den anderen geworden ist? Ich lebe. Und ich bin hier erstmal in Sicherheit. Ja, stimmt auch wieder. Aber andererseits denkt man sich dann auch, dass hoffentlich weitere überlebt haben. Und ja, also zumindest ging es mir so. Ich habe meine Tasche verloren. Was? Meine Tasche. Da sind Dinge drin, die sehr wichtig für mich sind. Als ich ins Wasser gesprungen bin, hatte ich sie noch um meine Schulter. Dann solltest du das nächste Mal vielleicht besser auf deinen Kram aufpassen. Du hast nicht gesehen, ob sie vielleicht... Tut mir leid, hab sie nicht gesehen. Reden wir später weiter. Er ist aber auch so ein kleines Arschloch, oder? Kommt mir so ein bisschen vor. Aber es gefällt mir. Verschlossen. Also noch kann ich mich nicht bewegen. Jetzt kann ich mich, glaube ich, bewegen. Wir spielen also Anna. Okay, wir haben so Sachen wie Bett, was wir uns angucken können. Wir können damit auch kann ich mir Gegenstände genauer ansehen. Ach so, kann man sich das auch noch anders... Ach, das ist dann die Hilfe? Die Aufgabe? Ich finde auch die Schrift so richtig, richtig schön. Das habe ich schon im Hauptmenü gesehen. Die Mannschaft des Schiffes kontaktieren. Die Tür des Kapitäns... Kajüte öffnen, der Kapitänskajüte öffnen, okay. Und abgehakt, noch gar nichts, yay. Wir sind gut. Da ist eine Tasche. In der Tasche sind von der Feuchtigkeit zerfressene Dokumente. Dann nimm die Tasche. In der Tasche sind von der Feuchtigkeit zerfressene Dokumente. Nein, 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 warte. Oh mein Gott, hat die einen Speed drauf. So, wir gucken uns erstmal das Bett an. Alt und dreckig. Da legt man sich nur rein, wenn es nicht anders geht. Ja, das ist ein Notizzettel. Erst raubt mir dieser Doktor den letzten Nerv wegen seines Tagebuchs und nun ist auch noch meine Taschenuhr verschwunden. Wenn ich es nicht besser wissen würde, dann würde ich sagen, Volkert hat sie sich unter den Nagel gerissen. Okay, irgendeine Taschenuhr, die verschwunden ist. Weiß noch nicht, was das für eine Bedeutung hat. Die Zeitungen sind schon ziemlich alt. Eine der wenigen noch lesbaren Überschriften berichtet von verschleppten und ermordeten Kindern in Laches do Pico. Fenster. Nichts als Ozean. Nichts als Ozean. Und? Nichts als Ozean? Nichts als Ozean. Oh, ich konnte hell sehen. Was ich jetzt gerade auch gesehen habe, ist, er sagte ja, dass das so ein bisschen wie aus mehreren Teilen zusammengestückelt ist, ne? Hier dahinter, man sieht da schon irgendwie was. Oh, ein Ast noch. Mit dem können wir agieren. Okay. Was haben wir noch? Wir haben noch eine Wäscheleine. Die Wäscheleine führt hinter die Wand und ist mit einem Balken verknotet. Also irgendwie... Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Also ich denke mal, wir können mit Lex nicht weiter reden. Denke ich. Vielleicht sollten wir einfach abwarten, bis jemand die Tür von der anderen Seite öffnet. Ich komme schon allein zurecht. Ja. Das ist offensichtlich. Aber ich mag diesen Kameraschwenk. Der ist echt cool gemacht. Oh, eine Schublade. Die Schublade hat keinen Griff und scheint ziemlich schwergängig zu sein. Die Schublade ist verschlossen. Die Schublade ist verschlossen. Okay, wir brauchen also einen Schlüssel und irgendwas Griffmäßiges. Die Schublade hat keinen Griff und scheint ziemlich schwergängig zu sein. Sie hat keinen Docht und keinen Brennstoff. Ah, den Korkenzieher können wir aber mitnehmen und als Griff vielleicht benutzen. Irgendetwas sollte ich damit öffnen können. Alle Gegenstände im Inventar können durch Ziehen auf die Lupe näher untersucht werden. Manche Gegenstände geben so weitere Geheimnisse preis. Ich hätte jetzt noch nicht dorthin gehen sollen. Mal was? Ach so, nehmen... Ein einfacher Korkenzieher. Ja, ich nehme mal an, den kann ich bestimmt... Die sind fest vernagelt. Der Aufdruck ist kaum zu entziffern. Ja. Kann ich bestimmt als Griff nehmen oder sowas. Ich gucke mich aber gerade noch ein bisschen um. Der Kapitän scheint ein Faible für Segelschiffe zu haben. Vielleicht. Ist das vielleicht der Kapitän?
ein Bild von einem großen Schiff mit weißen Segeln. Auf dem Bild ist ein großes Schiff in einem Hafen zu sehen. Das Bild hängt ziemlich schief an der Wand. Ich sollte mir das mal genauer ansehen. Einfach gerade rücken. Mal sehen, was es mit dem Bild auf sich hat. Gegenstände im Inventar können sowohl mit Objekten in der Welt als auch mit Gegenständen im Inventar selbst kombiniert werden. Ach so, mit denen. Das alte Ding schaut, der Kapitän scheint ein Faible für Segelschiffe, das Porträt einer schönen Frau. Okay. Bei den Gesprächen so, wenn sie von Angesicht zu Angesicht sind, kann man es also überspringen mit der rechten Maus. Wenn sie sich was anguckt, dann geht das anscheinend nicht. Das alte Ding schaut mich an. Warte, ich teste es mal. Das alte Ding schaut mich an. Das funktioniert so nicht, aber dann kann ich wenigstens klicken auf was anderes andingsen, wenn ich versehentlich merke, ah, die sagt dasselbe. So. Seltsam. Ich spüre einen leichten Luftzug. Vielleicht ist hinter den Büchern etwas. Den Zettel nehme ich mit. Ja. Das ist ein Notizzettel, auf den einige Zahlen geschrieben wurden. An manchen Stellen wurden Löcher hineingeschnitten. Okay, das wirkt ein bisschen so, als müsste man das irgendwo drauflegen und dann hätte man da was. Und das schiefe Bild? Oh, hinter dem Bild ist ein kleiner Schlüssel versteckt. Aha. Doch nichts mit dem Dings. Ach so, ich brauchte ja Schlüssel und Dings. Oh, Tintenfass kann ich mir auch noch angucken. Mansions, Kinder. Aber ich mache das so wie sonst auch immer in Point-and-Clicks, dass ich einfach gucke, was ich finde und dann abschließen, wenn ich sage, okay, ich glaube, ich habe mir alles angeguckt, dass ich dann die Hilfe mir zur Hilfe nehme halt, ne? Tatsächlich. Hinter den Büchern befindet sich ein Lüftungsgitter. Okay. Das Lüftungsgitter ist fest verschraubt. Okay, fest verschraubt. Wir brauchen Münzen. So, okay. Das Tintenfass können wir uns auf jeden Fall angucken. Die Tinte ist getrocknet und die Feder sehr brüchig. Weil sonst... Oh, Portweinflasche können wir uns auch angucken. Auch leer. Oh, da hat jemand den Alkohol immer in Reichweite. Naja, warum nicht? So, Schlüssel. Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Und nochmal Schlüssel. Ich habe die Schublade aufgeschlossen. Gut, dann gucken wir mal rein. Was soll denn das jetzt werden? Warst du nicht diejenige, die einen Aufstand gemacht hat, weil ich was eingesteckt habe? Ich suche nach einem Weg, diese Tür zu öffnen. Du willst was stehlen. Kann man das vielleicht vergleichen? Vergleich doch, was du willst. Ja, der ist ein kleines Arschloch. Ja, das gefällt mir aber. Mal gucken, wie sehr wir noch mit ihm aneinander kommen werden. Das sind eine Menge Bücher. Die scheinen auf dem Bücherregal keinen Platz mehr gefunden zu haben. Was haben wir dort? Ein Zettel? Den Zettel nehme ich mit. Okay. Warte, sonst? Ich mache die Schublade einfach wieder zu. Die da auch. Ordnung muss sein. Und dann nehme ich mal den Korkenzieher für die Schublade. Und schon hat die Schublade einen Griff. Jetzt sollte ich sie öffnen können. Dann gucken wir mal, was hier ist. Ein Zettel. Den Zettel nehme ich mit. Und die Schublade direkt wieder zu. So, dann gucken wir uns mal den Zettel an. Das ist ein Zeitungsartikel. Es sind mehrere Zahlen darauf geschrieben worden. Okay, 26 Passagiere werden vermisst. Ach, meine Güte. Entschuldigung, ich muss gerade gehen, ist noch früh. Und der Zettel? Das ist ein Foto eines kleinen Mädchens. Die Brandlöcher haben es jedoch unkenntlich gemacht. Ach du meine Güte. Das sieht sehr verstörend aus. Kann ich das irgendwie aufeinander... Wenn ich die Blätter übereinander lege, zeigen sie einen Code. Das ergibt für mich keinen Sinn. Vielleicht fehlt ja noch etwas. Ja, ich glaube, da fehlt wirklich noch was. Kann ich das da einfach jetzt da drauf legen? Sind nur noch drei Zahlen übrig. So erscheinen drei Zahlen in den Löchern. Okay. Okay, okay, okay. Ich weiß noch nicht, wofür es gut ist, aber... Es ist schon mal was. So, jetzt fehlt nur noch die Wand. Eine Holzwand mit einem Astloch. Was wohl dahinter? Die dünne Holzwand wird auf der anderen Seite von irgendetwas blockiert. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas durch Löcher gucken.
Ich hasse das echt, verdammt. Es ist schlimm, ist das. Ich erwarte immer, dass dann plötzlich jemand selber da durchguckt und alles. So. Geh mal zurück. Genau. So. Bis jetzt. Das habe ich hier angeguckt, denke ich. Schnapsflasche. Oh, die Schnapsflasche habe ich noch gar nicht angeguckt. Ich weiß, die Kiste mit dem Zahnschloss, die habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Die ist offen und leer. Ein Gute-Nacht-Trunk für den Kapitän? So, was haben wir noch? Die Bilder habe ich mir alle angeguckt. Die Bücher, gut, die kann ich alles selber eigenständig angucken. Die wird aber wahrscheinlich immer dasselbe dazu sagen, oder? Schreibtischglocke. Damit ruft der Kapitän wohl seine Mannschaft zu sich. Auf dem Bild ist eine schöne Frau zu sehen. Sie sieht einsam aus. Oh, da ist eine Passagierliste. Die habe ich gar nicht gesehen. Passagierliste. Captain Charles Marquez. Seemann César. Ingenieur Volkert Lorenzen. Steward und Koch Boy W. Head. Passagiere Dr. Eduardo Juarez. Plus eins. Na, da wollte jemand nicht genannt werden. So, was haben wir noch? Die Tasche, die habe ich ja schon. Ah, Kiste. Sehr vertrauenerweckend sieht diese Konstruktion nicht aus. Die Seile knarren bedenklich. Sehr vertrauenerweckend sieht diese Konstruktion nicht aus. Jede Menge dicker Wälzer. Jede Menge dicker Wälzer. Okay, da sagt sie auch nur dasselbe. Sonst haben wir nur die Tür. Die Tür ist verschlossen. So komme ich nicht weiter. Ja, ich glaube, aber sonst haben wir alles, oder? Wäscheleine, das Bullauge, eine ja, Reihe gut. Kleiner Bullaugen. Es fällt kaum Licht herein. Oh. Konservendosen können wir uns noch angucken. Ganz wichtig, Konservendosen angucken. Und dann nur noch das Zahnschloss. Vielleicht hilft das Zahnschloss ja schon weiter. Warte mal, was waren das für eine Kombination? So erscheinen drei Zahlen in den Löchern. 8, 6 und 3, okay. 8, 6, 3, 8, 6, 3, 8, 6, 3. Ach, ich hoffe es, dass das schon ausreicht, weil das Lüftungsgitter kriegen wir nicht auf. Wir können ja schlecht bei der Wand irgendwas machen. Sehr gut, die Kombination hat gestimmt. Mal sehen, was die Truhe zu bieten hat. Was? Wie hast du das Schloss aufbekommen? Der Kapitän scheint eine Vorliebe für Knobeleien zu haben. Die Kombination war auf Notizblättern verteilt. Mit einer Brechstange wäre das sicher schneller gegangen. Du würdest mit einer Brechstange wahrscheinlich das ganze Zimmer auseinandernehmen. Hey, sei nicht so vorlaut. Ach, egal. Ich hoffe mal, du rufst mich, wenn du was Wertvolles findest. Ja, vielleicht. Vielleicht, wenn du ganz lieb bist. Ja, wir sehen ja schon, da ist ein Zettel, ein Schlüssel, ein Amulett ist das. Ich dachte, das wäre ein Schlüssel. Ein Rasiermesser, damit können wir bestimmt das Lüftungsgitter aufkriegen und einen Brief. Aber was genau auf diesem Brief zum Beispiel steht und ob wir auch mit dem Rasiermesser den Lüftungsschacht aufkriegen, das erfahren wir aber erst in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss, eure Teil.